Dann mach ich mal, dann drück ich mal auf Play, du. Hab ich schon. Die Bayern. Die Bayern. Die Bayern. Okay, ich bin richtig. Gut. Bayern, mal gucken, ob Bayern spielt zu Hause. Die Arena am Samstag immer noch wieder genauso aussieht wie gestern. Wie gestern? Ha, ja. Ich weiß. Bayern, deutscher Meister. Sagst du, ja? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? So überraschend kam das. Ja, mit einer Tordifferenz irgendwie, ich glaube, 30 über plus 55. Der Konkurrenz. Oder 40 Punkte plus 55 Tordifferenz. Ja, also wer hätte das gedacht? Aber ne, wir können, haben wir eben schon gesagt in der anderen Prognose, wir können gespannt sein auf die nächste Saison. Denn wer wird Bayern-Trainer? Ja, ich glaube, was ich jetzt gelesen habe, fand ich sehr interessant, Jogi Löw. Ja, habe ich auch schon gehört, aber glaube ich nicht. Fand ich sehr interessant. Ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn er jetzt ja, ich nach der ja machen, WM... Aber das Problem ist, mein Co., der Hansel, ja, weißt du, da musst du immer gucken. Der ist Lehrer und als seinen Job so hinschmeißen, weiß nicht, ob er da mitziehen wird. Von daher habe ich gesagt, hier, Uli, pass auf. Geht nicht. Geht nicht? Der okay. Kalle kann nicht. Der ich Kalle kann nicht. Ich habe Termine, such dir einen anderen. Ja, dann nehmen sie vielleicht den Löw. Ja, ja, also habe ich jetzt auch schon gehört, Jogi Löw. Also es sind ja schon sämtliche Trainer. Ja, ne, aber ich fände halt Jogi Löw alleine, gut, dann brauchen wir halt einen neuen Trainer. Das kann aber hier sein Co-Trainer machen, der, wie heißt er, der Jürgen Klinsmann, nee, das war ein anderer. Nee, der wie hieß er denn nochmal? Schmidt? Nee, wie hieß er denn nochmal? Schneider. Ja, der kann da die Nationalmannschaft von mir aus übernehmen. Ist ja nicht so wichtig, wer braucht die Nationalmannschaft? Ja, wer braucht den Rotz? Klaut den Spielern nur Ausdauer in Ligabetrieb. Also Jogi Löw fände ich gar nicht so. Er ist ein sehr erfahrener Trainer, hat in der Nationalmannschaft quasi fast alles erreicht, was man erreichen kann. Ja, aber bei Jogi Löw ist es so eine Sache. Also ich denke, wenn der jetzt nochmal eine erfolgreiche WM spielt, dann hat er ja im Prinzip das Höchste, was du im Fußball gewinnen kannst, ist die Weltmeisterschaft. Ja. Vielleicht, ist der Champions League Titel? Auch weißt du was, ich habe jetzt jahrelang Nationalmannschaft trainiert, vielleicht habe ich nochmal Bock auf Vereinstrainer oder so. Clubkarriere, dann kann ich es mir vorstellen am Ende, denke ich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wer Trainer wird, ich denke, das steht schon lange, lange fest und ja. Gibt es bestimmt auch schon einen Vertrag und die Bayern werden das jetzt Ende April, haben sie gesagt, geben sie es bekannt, wer es macht. Bin ich mal gespannt, es könnte natürlich den anderen Vereinen in die Karten spielen, weil man hat es ja gesehen unter Ancelotti hat es auch nicht so funktioniert. Dann kam Don Jupp, der hat es wieder rumgerissen. Ja, aber ich denke, der wird es zum letzten Mal rumgerissen haben. Gehe ich auch davon aus. Er hat nochmal Uli Hoeneß einen Gefallen getan. Das hat er damit eingelöst. Er ist niemandem mehr was schuldig. Von daher, ja, sind wir mal gespannt. War er auch vorher nicht. Also das, was Heinkes kann ja auf eine richtig krasse Trainerkarriere zurückblicken, sage ich mal. Er war ja auch als Spieler nicht schlecht, ne, ja, Heinkes. Generell. Aber was viel wichtiger ist, habe ich heute gelesen, was heißt heute, sondern gestern, heute Morgen wurde es bekannt gegeben, Franck Ribéry wurde nochmal verlängert ein Jahr. Oh, okay. Und Arjen Robben wohl auch, also beide bleiben dem Also Ribéry bleiben nächste Saison noch da. Genau, haben nochmal ein Jahr. Ich glaube danach, aber da ist ja auch dann schon wieder die Thematik, ganz ehrlich, Bayern muss irgendwann jetzt in der nächsten Zeit mal so einen kleinen Umbruch im Kader machen, weil der wird ja älter und älter und älter und älter. Ja, aber es ist halt, ich meine, die Leistung, die sie halt noch bringen in dem Alter, ne, ist halt... Ja, ist fantastisch, ne? Solange ist fantastisch. Du kannst ja keinen aus dem Verein werfen und sagen, oder argumentieren und sagen, pass auf, wir verlängern euch nicht mehr, weil ihr seid jetzt in einem Alter und hast nicht gesehen, ja, wenn diejenigen aber halt richtig gut spielen. Kannst ja, natürlich, nein, so ein Robben und Ribéry würde ich halt auch noch mit 34 oder 35 verlängern. Sie haben halt Kingsley Coman, der allerdings halt leider verletzt ist und ich gehe mal davon aus, dass das auch der Grund ist, warum man jetzt die Verträge tatsächlich nochmal verlängert hat. Ja. Um jetzt nicht auf dem Transfermarkt nochmal genauestens zu gucken und zu sagen, naja, wen holen wir denn jetzt vielleicht als Ersatz und mit Robben und Ribéry hat man zwei gestandene Spieler, da sagt man, alles klar, die kann man bringen, wenn man sie braucht und holt alles man sie nochmal dran. Gut, und dann ist es ja auch noch Aufgabe oder liegt es ja auch noch so ein bisschen in der Hand des neuen Trainers, ne? Vielleicht der ein oder andere Transfer. Und das ist halt genau das, was ich meine, warum meiner Meinung nach der Trainerposten bestimmt schon lange Zeit festgesetzt wird bei den Bayern, weil der Trainer muss auch planen. Und so eine Transferphase, die planst du halt nicht innerhalb von zwei Wochen. Nee. Vor allen Dingen nicht bei Bayern, wo es halt in der nächsten Saison oder in den nächsten Saisons echt... Der Trainer gibt ja vor und sagt, ich hätte gern den und den Spieler. Ja. Der Verein prüft es und sagt, können wir machen, können wir nicht machen. Und die Kontakte auf, das dauert ja auch alles seine Zeit.
Ja. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Trainer wirklich schon eine Weile feststeht. Und wir werden es halt frühzeitig erfahren. Ich lasse mich da auch überraschen. Ich bin echt gespannt, wer es übernehmen soll. Ja. Meine, die Bayern-Bosse haben ja schon des Öfteren auch ein glückliches Händchen mit Trainern bewiesen. Ja, aber glaubst du denn, das wird ein also sehr, sehr erfahrener Trainer? Oder gehen die Bayern irgendwie was Verrücktes und geben jemandem die Chance, der vielleicht noch keine Champions-League-Titel geholt hat? Ich meine, so. Es ist ja bei den Bayern ist ja dieses Krasse, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, gehen wir mal her und sagen, Köln zum Beispiel, ja, Köln wäre jetzt, wird nicht um den Abstieg spielen und wären jetzt halt in der Situation, dass man sagt, Tabellenmittelfeld und der Trainervertrag läuft aus, der Trainer sagt, er will nicht mehr, so braucht man einen neuen Trainer. Ja. Die Kölner werden höchstwahrscheinlich jemanden suchen, der halt in der eigenen Liga oder eine Liga drunter aktiv ist. Ja. Bei den Bayern kannst du da halt davon ausgehen, dass das eine Sache sein wird, die weltweit der Fall ist. Das heißt, die Bayern sind richtig. Ja in dieser Position, dass du weltweit irgendwo erwarten kannst, dass dann Trainer rankommt. Ribéry hat hier übrigens 1-0 gemacht bei mir. Ja, Bayern macht gerade ihr Ballbesitzdingen bei mir. Und das ist das Schwierige bei den Bayern, dass du es halt nicht sagen kannst, dass du nicht sagen kannst, ja, der und der und der wäre frei, sondern die Bayern sind halt in der Lage zu sagen, okay, wir holen einen aus England oder wir holen einen aus Italien oder und selbst wenn er noch unter Vertrag steht, haben wir die Mittel, ihn halt aus dem Vertrag rauszukaufen. Ja, und Bayern ist halt auch immer so eine Sache, ne? Also wirklich, wenn Bayern München dich als Trainer möchte. Es ist momentan alles möglich, von Jürgen Klopp über, wie heißt der Trainer von Chelsea, wo sie auch schon im Gespräch waren. Conte ist es nicht, oder? Doch, Conte. Doch, Conte. Ich meine Conte, es ist theoretisch jeder möglich und deswegen, sie machen ja da wirklich auch ein modsmäßiges Geheimnis drum und es kommt ja auch nicht wirklich viel raus. Ja, das ist aber gut. Ich finde so dieses dementsprechend haben die Medien was zu schreiben. Gegenüber die Medien bedeckt halten und umso krasser ist halt so die Sache, wenn sie es dann bekannt geben, wer es wird. Ja, sie machen halt auch mit den Medien so ein bisschen ihr Spielchen, ne? Sie wissen halt ganz genau, die wissen es gerne. Aber das ist halt auch so eine Sache, die mag ich an Bayern. Ja, so, das ist halt dieses... Bei so vielen anderen Vereinen wäre es schon lange irgendwie durchgesickert, wer Trainer ist. Ja, weil die Bayern, die spielen dann halt auch damit, die wissen es. Und in der Zeit, wo die Medien damit beschäftigt sind, zu recherchieren, wer wird der neue Bayern-Trainer, in der Zeit sitzen die Verantwortlichen bei Bayern irgendwo im stillen Kämmerchen und haben den Vertrag schon lange unterschrieben. Ja. Das ist halt das. Ibra Kadibra wird Trainer, warum? Weil er es will. Richtig, Hansel. Warum? Weil Zlatan Ibrahimovic nur das macht, was er will. Ja, ist so. Zlatan Ibrahimovic spielt auch nur bei der WM, wenn er es will. Nicht, wenn der Trainer ihn nominiert. Wenn er will, er fliegt einfach, selber mit. Der ist so geil, der Typ. Ja. Aber das ist doch Quatsch. Was schreibt er? Ich finde, nur ein deutscher Trainer kann so wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich sein. Und bei einem Club wie Bayern. Ja, das Abstieg, das gebe ich dir auf der einen Seite, gebe ich dir recht. Das ist schon, allerdings guck dir den Kader halt auch mal an von den Bayern. Jupp Heynckes hat halt auch... Das ist ja kein rein deutschen Kader. Ja, Jupp Heynckes spricht fließend Spanisch, ne? Das heißt, der kann mit den Spielern anders umgehen. Der spricht Englisch, Spanisch, Italienisch. Ist halt schon enorm. Und ist halt für den Bayern-Kader ziemlich gut, ne? Weil du hast ja auch einige Spanier im Kader, ne? Wie gesagt, es kann jeder werden, das ist ja das. Ja. Moin Kalle, du altes Haus. Ich finde nicht, dass ein deutscher Trainer, also ich glaube für einen, also Bayern ist ein internationaler Verein. Sehr geil, Lenny, danke dir. Und ich denke, bei Bayern ist auch ein internationaler Trainer nicht falsch am Posten. Nee. So, gerade weil du hast so ziemlich die besten deutschen Spieler im Kader. Ja. Aber du hast halt auch sehr gute internationale Leute. Natürlich, das ist halt dieser Multikulti-Kader, den die Bayern haben. Ich meine, allein guck dir James Rodriguez an. Ja. Ich fand das damals so geil. Ich habe den bei der WM 2014 echt so gefeiert, den Typen. Ja. Der ist so ein geiler Fußballer. Und dann kam der bei Real Madrid nie so wirklich zum Einsatz. Und da habe ich mir dann gedacht, aber warum lassen die denn nicht spielen, Alter? Was ist denn los mit denen? Und dann hieß es, James Rodriguez wechselt zu den Bayern. Ja. Das Erste, was der Papa Kalle gemacht hat, der hat sich ein Trikot gekauft. weil ich so geil fand. Ja. Und jetzt mittlerweile, der spielt überragend und ich hoffe auch, dass die Bayern den aber auch unter Heynckes, Ich habe irgendwie gehört, 2-0 Müller, Alter, was eine Maschine. Ich habe gehört, dass sie aber die Kaufoption ziehen wollen. Ja, sie wollen ihn kaufen, aber das ist halt das, ein Trainer, mit einem Trainer steigt und fällt die Mannschaft, das ist in der Kreisliga so und das ist auch in der Bundesliga so. Und wenn du halt die Bayern, und das ist halt das bei den Bayern, die Bayern haben halt den Anspruch, wo viele sagen, es wäre Arroganz, dass die Bayern halt sagen,
Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal und die Champions League. Mhm. Und die gewisse Art und Weise, diese gewisse Arroganz, die da teilweise tatsächlich an den Tag gelegt wird, die brauchst du aber auch. Ja? Dass du halt einfach sagst, hier, Freunde, Meisterschaft alleine, damit können wir uns nicht mehr begnügen. Wir müssen da schon zusehen, dass wir ein Double holen oder die Champions League gewinnen. Alles andere ist für uns, ist für uns nicht mehr Erfolg. Für Bayern kann es auch gar kein anderes Ziel geben. Richtig, und das ist ja auf der einen Seite, sagen die vielen dann, oh, was ist denn das für eine Arroganz, und guck doch mal, die Bayern, die können sich ja gar nicht. Allein die Aussage, das fand ich echt krass. Allein die Aussage wieder in den Medien oder überhaupt, wenn du so in den sozialen Netzwerken geguckt hast. Mhm. Wie sich die Bayern darüber aufgeregt haben, dass sie sich nicht gefreut hätten, dass sie deutscher Meister geworden sind. Das kommt am letzten Spieltag wahrscheinlich. Ja, wenn du in zwei Wettbewerben noch spielst und hast drei Tage später das wichtige Spiel um den Einzug in das Champions League Halbfinale, kannst du dich doch nicht hinsetzen und kannst die ganze Nacht feiern wie ein Bekloppter. Nee, das geht doch nicht. Die haben sich gefreut und die werden sich auch gefreut haben in der Kabine, richtig, dass sie Meister waren. Halt nicht aber feiern, das verlangt doch die Professionalität. Genau. Zu sagen, yo, Alter, wir sind mitten in der heißen Phase, in der heißesten Phase der Saison für uns. Ja, yo, es geht noch um Pokal und es geht auch noch um die Champions League. Da kannst du doch nicht hingehen und sagen, wir lassen jetzt den Larry raushängen und vergessen alles. Heinkes hat es ja auch gesagt. Heinkes hat gesagt, wenn es die Zeit gekommen ist zu feiern, so 3-0 dann Bayern. Dann wird man auch feiern. Dann feiert man auch und dann kann man richtig die Sau rauslassen. Aber das ist halt erst dann, wenn die Saison fertig ist. Das heißt, mit dem Gewinn der Champions League oder das Ausscheiden aus der Champions League und dem DFB-Pokal. Richtig. Dann kann gefeiert werden. Ansonsten, und die Bayern feiern, da sollten sie jetzt zum Beispiel aus dem DFB-Pokal rausfliegen und aus der Champions League. Wird ja trotzdem gefeiert. Ich meine, man ist ja deutscher Meister. Aber alles zu seiner Zeit halt eben. Ja, richtig. Ja. Und sind wir ehrlich, ich meine, wo zum Beispiel Wolfsburg 2009 deutscher Meister geworden ist, natürlich konnten die da schon feiern wie die Sau, weil die hatten halt auch keine anderen Wettbewerbe mehr hinten dran. Ja. Im DFB-Pokal waren sie damals in der Champions League auch nicht. Ja, also das ist halt so eine Sache. Also ich glaube ganz ehrlich, das also ist halt auch so viele Leute reden halt einfach so einen krassen Schwachsinn. Und jeder normal denkende Mensch weiß eigentlich, ne, dass die Bayern sich nicht freuen, weil sie halt schon x-mal jetzt hintereinander Meister geworden sind. Ich denke, das ist immer noch so, das wird nicht langweilig, Meister zu werden. So. Nö, es wird auch nicht langweilig. Abstieg schreibt noch, schau mal die französische und holländische Liga, da wird viel mehr auf einheimische Spieler gesetzt. Ich finde, A, es sollte ein Salary Cap eingeführt werden und B, eine Kaderregistrierungsregel, die besagt, dass X-Spieler junge Deutsche sein müssen. Ja, Abstieg finde ich im Prinzip gar nicht schlecht, weil zum Beispiel so hat es die Major League Soccer. Ja. So was gibt es in der Major League Soccer, die haben dieses Solidary Cap oder Salary Cap. Ja. Auch in der Major League, das heißt, die haben dann halt eben diese Ausnahmen, die können ja 3 Designated Players verpflichten, die dann mehr über die Gehaltsobergrenze rausgehen dürfen und können diese Plätze auch dazu kaufen und verkaufen. Aber das ist ein anderes Thema, kommt mal in der Fußball-News- und Talk-Folge Major League Soccer. Aber fände ich im Prinzip nicht schlecht. Also, wo ich mich da jetzt die Folge vorbereitet habe für nächste Woche, habe ich mir das auch durchgelesen und habe auch gedacht, könnte man doch eigentlich in Deutschland auch mal einführen, so eine Gehaltsobergrenze und vielleicht mal so eine Regel, wo man sagt, okay, mindestens so und so viele Spieler aber in der eigenen Liga müssen auch... Ganz ehrlich, dann kannst du aber auch direkt sein lassen zu sagen, dass die deutsche Liga immer mehr in Rückstand gerät zu den anderen Ligen. Also wenn dann darfst du es nicht nur in Deutschland einfügen, sondern in ganz Europa. Musst du europaweit einführen. Weil ganz ehrlich, wenn nur Deutschland das hat, dann können wir es abschreiben. Dann können wir die komplette Liga international gesehen abschreiben, weil. Aber das ist ja wieder das wie bei allem. Da sagt die UEFA, anstatt dass die UEFA hergeht und sagt, okay, wir machen den Deal und wir tüten das ein und dann gilt es für ganz Europa. Nee, dann legen sie es wieder ab auf die einzelnen Fußballverbände und sagen, ihr seid für zuständig. Macht ihr, wie ihr denkt. Ja, dann kannst du es halt auch. Dann kannst du es halt auch sein lassen. Ne? Weil die UEFA verdient daran wieder weniger Geld. Also ja, richtig. Die UEFA nicht interessant finden. Ja. Richtig. So, Bayern gewinnt bei mir 3-0. Bayern gewinnt bei mir nicht, unentschieden, 0-0. Ist für Bayern aber auch scheißegal. Sein, kurz noch Champions League. Ich bin gespannt, gegen wen es geht. Ja, wir haben über die verrückte Champions League gesprochen. Richtig, genau. Was wir eigentlich vorhatten. Ich bin gespannt, wer es wird. Ich hoffe, gegen Liverpool geht's. Ja. Und ich hoffe, Bayern kriegt Real Madrid. Das könnte auch Rom werden, ne? Also...
Lootst ja. du Lutscher? Dank dir, Lenny, für den Loot. Na, könnte ja auch Rom werden. Es könnte auch Rom werden. Also ich Wasser rausgehauen haben. Ich will nach, mir wäre es eigentlich egal wer, weil ich war überall auswärts noch nicht im Stadion. Ja. Weder in Madrid noch bei Rom noch bei Liverpool. Aber Liverpool könnte ich mir schon. Ja, Liverpool wäre eine geile Auswärtsfahrt auf jeden Fall. Also wenn du da hinfliegst. Absolut. Wäre Liverpool, glaube ich, auch so mein Favorit von denen. Ja. Obwohl man schöne Italien, gerade jetzt zu der Zeit, ist auch schön nach Rom. Och, ich nehme alles mit. Kann man machen. Ich nehme alles mit. Oder nach Madrid. Die Busfahrt nach Kiew steht auf jeden Fall schon von uns aus. Also die Bayern müssen nur noch mitspielen und nach Kiew kommen und dann ist das ein super Abschluss. Ja, dann hoffen wir mal, gucken wir mal. Ne? Und ich würde sagen, Leute, auf YouTube bis zur nächsten Folge. Ich guck, weiß gar nicht, machen wir jetzt noch eine Prognose? Wie du magst. Eine haben wir schon einen Tipp abgegeben? Also ich sag, Bayern gewinnt 2-0. Ein Tipp? Wir müssen ja noch tippen, pass auf, was habe ich denn getippt? Ich habe ein 3-1 getippt für die Bayern. Ich sage einfach 2-0 Bayern, ist so ein, ja, wird wahrscheinlich so sein. Auch wenn es bei mir hier 0-0 ausgegangen ist. Und dann schauen wir mal, ne? Richtig. Ich habe noch ein Spiel, über das wir reden. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.